Hallo, liebe Sternenbürger. Es ist mal wieder Samstag und somit Zeit für eure Wochendosis Star Citizen News. Hier die News der Kalenderwoche 45 im November 2018. Calling All Devs. Calling All Devs ist die wöchentliche Sendung, in der eure Fragen an den Entwickler gestellt werden, der dafür am meisten qualifiziert ist. Der Novemberbeitrag ist im Spektrum online und ihr könnt eure Fragen dort hineinschreiben und andere Fragen, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, upvoten. John Crew ist der erste Entwickler und mittlerweile Dauergast der Sendung. Die erste Frage an ihn lautet: Mit der geplanten Verschleißmechanik im Spiel werden wir eine Anzeige halten, an der man sehen kann, wie lange die Komponente oder der Gegenstand im Allgemeinen noch halten wird. Ja, man wird sehen können, wie lange eine Komponente vermutlich noch hat. Da es aber darauf ankommt, wie stark die Komponente beansprucht wird, ist die Anzeige nicht zu 100% akkurat. Als Beispiel hierfür erwähnt ihr den Sauerstofflevel eures Anzugs. Wenn ihr viel lauft, verbraucht ihr mehr Sauerstoff und dieser reicht dann nicht so lange, als wenn ihr ruhig gehen würdet. Je mehr etwas beansprucht wird, desto höher auch der Verschleiß. In der zweiten Frage an ihn will die Community wissen, ob mit der geplanten Überarbeitung der Merlin und Archimedes es auch möglich sein wird, diese an- und abzudocken. Zunächst stellt John Crew klar, dass es bei der Überarbeitung nur um eine kleine Anpassung geht, also zum Beispiel die Displays, die auf den derzeitigen Stand gebracht werden. Bis die Merlin an einer Constellation andocken kann, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Zunächst wird man die Mechanik zum Andocken an Stationen ins Spiel bringen. Hierauf wird die Technik dann weiter ausgebaut. Allerdings ist hierfür noch kein Termin angedacht, weshalb auch die Halsey zum Beispiel noch nicht flugfähig im Spiel ist. Chris Campbell ist Lead Lighting Artist und in dieser Sendung das erste Mal dabei. An ihn geht die Frage, ob es einen technischen Grund hat, warum Schiffe keine stärkere, mehr fokussierte Beleuchtung haben, um so zum Beispiel Asteroiden besser ausmachen zu können. Ja, es gibt technische Gründe hierfür. Solch ein Lichtkegel wäre deutlich hardwarelastiger, da man hier ja auch den Schattenwurf berechnen müsste. Man arbeitet an verschiedenen Lösungen, aber kann bisher noch nichts Neues dazu sagen oder zeigen. Die letzte Frage der Woche ging an Dan Truffin. Wird es die Möglichkeit geben, dass wir uns von einem Planeten zum anderen oder von System zu System bewegen können, ohne dabei online sein zu müssen? Die kurze Antwort darauf lautet: Nein. Spieler würden auf diese Weise Teile des Gameplays einfach überspringen und es gibt ja auch nicht nur Gefahren, sondern auch Gelegenheiten auf unseren Reisen. Some stories are worth watching. And every journey has its beginning. Whether it's a quick stop for some fuel and snacks, or out beyond that asteroid belt. Wherever you go, you'll find moments to stare. Beautiful. Efficient. Just enough teeth to get you through a scrape. Let me introduce to you Consolidated Outland's newly redesigned 2948 Mustang Beta. More than a ship, a partner. Consolidated Outland. Where risk meets reward. Around the Verse. Was ihr gerade gesehen habt, war der Gewinner des Consolidated Outland Mustang Werbespot Wettbewerb. Wirklich toll geworden, aber auch die anderen Beiträge waren teilweise richtig gut. Die könnt ihr euch im Spektrum-Beitrag zum Contest anschauen. Around the Verse bringt uns in dieser Woche eine Art guter Kopf, böser Kopf Schlagabtausch zwischen Sandy und Chris, denn es gilt eine bittere Pille zu verkaufen. Die gute Nachricht zuerst, 3.3 ist soweit sehr stabil und ist zwischenzeitlich live gegangen. Die schlechte Nachricht ist, man musste einige Dinge aus 3.4 verschieben, da die Entwicklung von 3.3 länger gedauert hat als erwartet. Man hat sich hierzu entschieden, dass zu wenig Zeit wäre, all die Änderungen in den Entwicklerbild zu übernehmen und dann gleich wieder in einen anderen Bild daraus auszukoppeln. Wenn 3.3 live ist, so sagt Chris, wird es kurz darauf einen 3.3.5 PTU geben. Ob dieser in Wellen freigegeben wird oder es gar eine Evocati-Phase geben wird, wurde nicht gesagt.
Also was bedeutet das für die Roadmap? In 3.4 sind geblieben Hurston Business Bezirk, Face- und Voice-over-IP-Optimierung und die Schiffe bis auf die Origin 300 Überarbeitung werden wie geplant veröffentlicht. Auf 3.5 verschoben wurden die weiblichen Charaktermodelle, was ich sehr schade finde, Arcorp und seine Monde, das neue Flugmodell und natürlich die Origin 300er Serienüberarbeitung. Chris erklärt dann auch, warum man sich dafür entschieden hat. Es ist einfach so, dass Object Container Streaming so entscheidend ist, dass man damit eine wichtigen Grundlagen für alles das, was noch kommen soll, schafft. Man hat gehofft, dass man das Polishing besser hinbekommt, was allerdings nicht der Fall war. Man müsste nun, um die Deadlines einzuhalten, vieles überstürzen und letztendlich würde es sich das negativ auf die Qualität auswirken, was man natürlich nicht möchte. Ich persönlich finde es gut, dass man hier Around the World als Plattform nutzt, um es zu erklären, warum die Roadmap angepasst werden muss, beziehungsweise warum man einige Dinge nach hinten verschiebt. Das ist die Art von Kommunikation, die oft gefehlt hat bisher. Man reagiert zwar enttäuscht, aber für mich sind die Entscheidungen nachvollziehbar. Frei nach dem Motto, oh, schaut mal da, ein Eichhörnchen, schwenkt man dann für den Rest der Sendung über zu den Entwicklern, die uns zeigen, wie schön die Gaswolkentechnik ist und was man damit alles machen kann. Hier ein paar Bilder, denn wirklich was zu berichten gibt's da leider nicht. Reverse Doors. In dieser Woche sind Art Director Ian Leyland und Environment Artist Luan Vettoretti zu Gast in der Sendung und erzählen uns, wie viel Arbeit hinter Lawville steckt, welches wir hoffentlich bald selbst besuchen können. Leider wurde kaum etwas gesagt, was nicht auch in den Panels der CitizenCon gesagt wurde. Wer diese Panels in Deutsch sehen möchte, dem empfehle ich den Kanal von AstroSam. Hier findet ihr diese Panels, Welcome to Lawville Teil 1 und 2, übersetzt von ihm. 3.3.5 auf den Testservern. Heute wurde dann klar, dass der Testserver für 3.3.5 in Wellen freigeschaltet wird. Beginnend natürlich mit den Evocati. Nach ersten Berichten soll es schon recht gut laufen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Einladungswellen für Nicht-Evocati rausgehen. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Hat euch das Video gefallen, gebt ihm ein Like, Anregung, Diskussion und Kritik bitte einfach in die Kommentare und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann gebt mir ein Abo und klickt auf die Glocke. Ich wünsche euch eine schöne Woche im Verse. The beard won't, though. The beard, nope. It's like, ah! 4 score and 7 years ago. Ah, can we do this? Ah! Ah! Ah, never again. Never, never again.